Blackwater, Dutch. Posters of you and Hosea everywhere, Trelawney said. All the more reason to stay well away for now. I got no intention of going back anytime soon. Vorerst hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Morning, dear. Good day, Mr. Morgan. Hey, Arthur! Ah! What do you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border? Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure, but what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. for you. And that is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Okay. Ja, ich weiß ja, dass das hier hinten gut bewacht ist. Jetzt weiß ich nicht, ob man da irgendwie vielleicht von hinten rum rankommt oder von der Seite oder... Das ist natürlich schon etwas blöd. Ich würde sagen, ich park mal das Pferd hier. Hol mir auf jeden Fall erstmal für alle Fälle eine andere Waffe. Und dann schaue ich mal nach. Also rechts wäre vielleicht noch ein Weg. Sind zwei, drei bewaffnete Männer sogar. Da sind auch nochmal zwei. Das ist bestimmt der Wagen, den ich klauen soll. Da sind auch nochmal bewaffnete Männer drin. Ich weiß nicht, ob ich hier rüberspringen kann. Und dann vielleicht einfach mit dem Ding raus oder so. Die Pferde sind zu blöd, um nach rechts zu gehen. Und ich war zu blöd, mir eine Maske aufzusetzen, nebenbei bemerkt. Okay, das starten wir dann doch nochmal neu. Da steht ein Ölwagen direkt an der Tür. Da sind zwar auch vier Leute, aber das könnten wir mal ausprobieren. Und nicht da direkt drüber rüberspringe. Ich weiß, ich weiß.
Au! Schießt nicht so viel auf mich. Es kann sein, dass das Ding sonst in die Luft fliegt. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinfahre. Moment, ich muss mal eben schnell auf der Karte gucken. Ist das mein Ziel? Zielort, ja, okay. Gut. Mich wundert es, dass ich jetzt nirgendwo Kopfgeld oder so bekommen habe. Also muss ich jetzt direkt links rum. Oh Gott. Ob das jetzt taktisch so clever ist, weil ich denen dann ja quasi entgegenfahre. Weg da! War es das jetzt schon? Nee, oder? Da kommen doch jetzt bestimmt noch Gesetzeshüter. Oh ja, es kommen noch Gesetzeshüter. Ich schau mal eben. Welche, die nicht auf der Karte eingezeichnet sind. Okay. Die aber direkt hinter mir her sind. Fahrt! Lauft! Wie Spielfehler! Wollt ihr mich verarschen? Sitzt nicht. So, dann werde ich nochmal alles machen, was ich jetzt schon eben gemacht habe, bevor das Spiel abgestürzt ist. Habe ich meine Waffe für alle Fälle? Ja. Habe ich wirklich diese komische Maske auf? Ja. Okay. Ich werde dann auf jeden Fall den hier nehmen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Tut mir leid, weg da. Entschuldigung. Schießt nicht auf mich, ich bin sensibel. Lauf schneller. So, ich hoffe, das war jetzt da richtig rum. Ich muss nochmal ganz schnell auf der Karte gucken. Da... Oh, nervt mich jetzt nicht, Mann. Da muss ich hin, okay. Weiter, 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 weiter. Los, zack, 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 zack. Schneller. Oh, oh, oh. Dann biege ich mal eben ab. Der kann ja umrechnen. Also auf jeden Fall erstmal hier komplett aus dem gesuchten Bereich raus. Ja, ja, ist egal. Lauft einfach. So, also das Gesuchtzeichen ist jetzt weg. Ich gehe davon aus, dass die mich jetzt auch nicht mehr verfolgen. Ich weiß es natürlich nicht. Ob das jetzt so clever ist, jetzt direkt wieder umzudrehen, weiß ich auch nicht. Also wenn ich mitkriege, dass da hinten irgendwas kommt, dann muss ich halt wieder umdrehen. Eieieiei. Okay. Das ist mein Pferd, was so am Schnaufen ist. Schnaufi! Also ich hoffe jetzt wirklich inständig, dass die mich jetzt nicht mehr verfolgen.
habe jetzt auch... Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Kopfgeld bekommen habe. Weil da stand jetzt oben nichts von Kopfgeld drin. Ja. Howdy, Partner. Also so wie es aussieht, und ich hoffe, dass ich jetzt nichts heraufbeschwöre, kann ich jetzt gemütlich hier diesen Weg einfach entlang fahren, bis ich denn irgendwann am Ziel angekommen bin. Okay, ich muss hier rechts hin. Langsam, langsam, langsam. Muss ich mich jetzt daneben stellen? Sieht so aus. Ja, nicht so schnell, Schätzelein. Das hast du ganz fein gemacht. Ah, perfekt. Kuckuck. Sage John im Lager, dass der Wagen in Position ist. Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück zum Lager. Die Frage ist jetzt nur wirklich, habe ich jetzt Kopfgeld oder nicht? Also ich sehe jetzt hier keine rote Umrandung. Was für mich persönlich jetzt heißt, dass ich normalerweise kein Kopfgeld haben dürfte. Ah, ich muss ja auch noch meinen Bonus abholen, fällt mir gerade ein. Dann machen wir mal eben einen kleinen... du kannst hier Briefe versenden. Ja, da steht jetzt nichts drin. Aber dann machen wir mal eben einen kleinen Schwenker noch auf dem Rückweg, dass wir da nochmal eben vorbeifahren. Und danach gehen wir dann, beziehungsweise reiten wir dann direkt zum Lager. Nee, ich will mich nicht, hallo, ich will mich nicht ausruhen. Geh weg, Mann. Du sollst zum Pferd gehen. Du solltest eigentlich auf das Pferd aufsteigen. Ja, hold still, girl. Ja, alles gut, meine Große, das hast du super gemacht. Weißt du das? Du kriegst direkt noch was zu fressen. Aber nicht die Pferde, ups, nicht die Pferdenahrung, sondern eine Möhre kriegst du von mir. Ja, hast du gut gemacht. Ja, ganz fein. So, ich werde jetzt mal eben zur Postmeisterei rüberreiten und dann sehen wir uns gleich wieder. Hello, Tilly. Hi there, Arthur. Hey, Tilly. Well, put something in the box. Of course. Now, how about we grab ourselves a drink, John? Sure. You busy, Arthur? John? Let's get on. Good. And you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you, Arthur. Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Ist ja schon so ein kleines Arschloch, unser Arthur hier.
Ja, jetzt hat er gesagt, ich soll die am Wagen treffen, aber das scheint wohl nur so viel zu heißen, wie dass ich die direkt hier vorne treffen soll. Ja gut, dann gehe ich da halt eben hin.